Mein Bruder sieht aus wie so ein Müllsack, was hier rumfährt. Das ist unser Schlafplatz für heute gewesen. Oh, scheiße. Ich verteufle diese Tasche. Diesen Trick können nur alte, klapprige Darmräder. Achtet mal auf diesen Rad hier vorne. Die ist rausgefallen. Damit bin ich gestern die ganzen Berge runtergefahren. Das wird auf jeden Fall schon schief gehen. Oh, scheiße. Richtig im Ström. Es ist ein richtig beschissenes Wetter hier heute. Der Regen muss weg. So, hier haben wir drunter geschlafen unter diesem Tarp. Wir haben hier Schrägdach dieses Mal gemacht, damit wir da drunter richtig viel Platz hatten. Und unsere Füße wurden ein bisschen nass von dem Regen vorhin. Also bei mir am Schlafsack, das habe ich erst gemerkt, als ich wach wurde. Wir müssen nachher auf jeden Fall ein Lokal finden oder eine Bäckerei oder so. Oder vielleicht ein Meckes oder sowas. Damit wir da ein bisschen länger sitzen und essen und Koffein trinken können. Und ganz wichtig, Akku aufladen. 2 von 3 Powerbanks ist bei mir schon leer. Und ach so, weil wir zu wenig Wasser da haben, kann ich für uns jetzt gleich kein Koffein herstellen. Das ist voll scheiße. Deswegen werden wir jetzt in Ruhe einpacken und dann losfahren. Dein Band ist schon wieder gerissen, was dein Gepäck trägt. Ja. Scheiße. Und ich habe nur noch die letzten 2 Kabelbinder. Ich würde dir jetzt erstmal den vorletzten geben. Danke. Hier. Du musst auf jeden Fall beim nächsten Supermarkt irgendwas holen. Einen anderen Seil oder sowas, damit du das Ganze vernünftig zusammenbinden kannst. Na, hat's geklappt? Hoffen wir mal. Ich bin gespannt, wann er das nächste Mal wieder reist. Je mehr Probleme auf der Tour, desto besser fürs Video. Ja, schön, haben wir aber auch nichts dran. Ja, ich weiß. Ja. Scheiße, mein ganzer Gepäck ist schon wieder zur Seite gekommen. Oh, scheiße. Mein Gott. Ich werde mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde sein und mit dem Gepäck auch nicht. Sowas ist besser fürs Video, hat er selbst gesagt. So, wir sind losgefahren. Und guck mal, da drüben. Da drüben ist so ein richtiger Misthaufen. Da liegt überall Scheiße und sowas. Das riecht man. So wird man zum Abfahrt begrüßt. Diesen Scheiße-Geruch. Und so weiter. Gestört voll. Die sind nicht ungefährlich. Ich glaube, in 8 Kilometer ist ein Einkaufsladen, wo wir Getränke und sowas kaufen können. Weil wir haben ja gar kein Wasser mehr oder sowas. Ist voll scheiße, ich hab Durst. Wir sind jetzt an dieser Ortschaft angekommen, wo es hier irgendwo ein Supermarkt ist. Den müssen wir jetzt suchen. Hier sollte es einen LNP geben. Und ich bin zu faul, das zu navigieren. Genau. Wir suchen das mit Augen. Mal gucken, ob wir das finden. Wir haben zu wenig Strom, wir brauchen mehr Strom. Ich bereue es nicht, noch mehr Powerbanks mit eingepackt zu haben. Aber ich fand das echt komisch, als wir in Sizilien waren, ich und Herrn Goldmann, für 6 Tage, da haben 2 Powerbanks für alle 6 Tage absolut ausgereicht. Aber jetzt sind die schon vollkommen leer. Ich glaube, nach 3 Tagen, wo wir unterwegs sind. Ist voll scheiße. Ich habe deswegen gedacht, 3 Powerbanks werden reichen, aber es reicht irgendwie gerade nicht. Voll scheiße, wir brauchen eine Steckdose. So, wir haben NP gefunden. Wir brauchen noch nicht mal navigieren, das war direkt auf dem Weg, geil. So, wir haben eingekauft. Hier ist dieser Beutel mit dem ganzen Einkauf und hier sind die 2 Flaschen Wasser. Jawohl. Jetzt haben wir wieder Wasser und hier Einkauf. Jawohl, es beginnt. Es beginnt wieder. Scheiße. Die ganzen Sachen, die sind am runterfallen. Ich muss das schon wieder alles richten. Ja, der Einkauf ist zu schwer. Scheiße. Ich verteufle diese Tasche. Diese Fahrradgepäck. Der ist richtig beschissen. Muss ich alles mit Mühen richten. So, ich habe das wieder dran gemacht. Und ich bin ganz gespannt, wann das nochmal runterfällt. Jawohl, jetzt sind wir endlich an einer einigermaßen ruhigen Straße angekommen. Hier fahren nur manchmal Autos vorbei. Oder LKWs und so. Keine Ahnung, vielleicht jede 2 Minuten oder so.
Viel mehr auch nicht, das ist gut. Sehr gut. Und hier sind überall diese Windmühlen und so. Genau, diese Windmühlen da oben, also diese Windräder, die verschwenden Strom und fabrizieren uns Wind. Nur deswegen wurden die dafür gebaut. Extra um uns zu ärgern mit Gegenwind und so. So, wir haben hier einen McDonald's gefunden. Hier werden wir essen und ein bisschen Akkus aufladen. Genau das machen wir jetzt. Weil wir brauchen Strom, wir brauchen noch mehr Strom. Und wir haben noch nichts gefrühstückt. Wir haben Bock auf Mc's. So, McDonald's ist bestellt. Die Akkus sind am Aufladen. Wir werden mindestens eine Stunde hier extra sitzen bleiben, nur damit wir so ein paar Prozente bekommen. Die werden safe nicht mal ein Viertel voll werden. So, wir haben gerade McDonald's gegessen. Und die Akkus sind mindestens zu ein Viertel aufgeladen. Und wir saßen da bestimmt 1,5 Stunden drin. Das hat richtig viel Zeitverschwendung gekostet. Aber jetzt fahren wir weiter. Guck dir mal an, wie sich die Kette anhört. Die hört sich immer noch nach altem, klapprigen Damenrad an. Und ich bin sehr gespannt darauf, wann der durchreißt. Ja, der Gangschaltung ist ja kaputt und er kann deswegen einen bestimmten Gang nicht umschalten, dann hört sich das so an, das kenne ich. Und ich kann mir auch vorstellen, das habe ich jetzt nicht gesehen, deine Zahnräder sind auch so ein bisschen abgenutzt. Ja, das gehört so, das muss so sein. Mal gucken, ob wir Ziel erreichen. Aber falls nicht, dann muss ich mir irgendwie bei kleinen Anzeigen ein anderes Fahrrad kaufen. Und damit dann irgendwie zum Ziel kommen. Aber es muss noch. Und dann werde ich das hier irgendwo abstellen oder so, für Fahrraddiebe, genau. Das wird auf jeden Fall schon schief gehen. Mein Bruder sieht aus wie so ein Müllsack, was hier rumfährt. Weil dein Regenponcho genau die Farbe wie die Mülltüten haben. Restmülltonnensäcke. Das Innere einer Restmülltonne, das hier rumfährt. Mit dem Fahrrad. Wir fahren hier an so einer Schnellstraße durch. Wo hier LKWs uns belästigen und sowas. Und Autos und noch mehr Autos und noch mehr Autos und noch mehr Autos. Sogar von Zügen werden wir hier belästigt. Von überall werden wir hier belästigt. Hier ist überall Krach und sowas und Lärm. Das geht ja wohl gar nicht. Das geht hier die ganze Zeit so. Wann herrscht mal Ruhe und Frieden? Ich habe ja vorhin erzählt, dass wir Regenschauer erwartet haben. Sogar 2 Stück. So eine Minimalwolke, die uns sonst feucht gemacht hätte. Aber ich glaube, wir sind mit den Billigfahrrädern entkommen. Wir sind nicht nass geworden, das ist gut. Jetzt habe ich dir umsonst angezogen, den Regenponcho. So wie es sein soll. Wie der letzte Müllsack aus der letzten Restmülltonne. Ja, so ist es. Und wieder haben wir die Straße für uns alleine. Das sieht gut aus. Meine Kette hört sich immer noch so an. Die hört sich die ganze Fahrt über so an. Die ganze Zeit schon von Anfang an. Von Anfang bis zum bitteren Ende. Und hier fahren voll fett LKWs rum. Die sind voll fett und ja genau, die sind fett. Wir fahren hier auch sogar nachts rum. Aber jetzt nicht mehr so viele wie vorhin, wo ganz viele davon gefahren sind. Oh scheiße, mein Rücklicht ist leer gegangen. Und diese Lampe hier, die funktioniert auch nicht mehr. Also seitdem diese Lampe hier durchbrochen ist, funktioniert die auch nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich hatte das mit den Dynamo hier probiert. Aber irgendwie will die auch nicht funktionieren. Und deswegen mache ich genau dasselbe wie mein Bruder. Er hat die Kopflampe, also das Rotlicht von der Kopflampe hier so gemacht, weil er hat ja auch kein Rücklicht. Und genau, ich habe ihn jetzt nachgemacht. genau. So wird Rücklicht fabriziert. Sieht aus wie ein Außerirdischer. Ja. Ja, was soll man denn machen? Man kann jetzt nicht hier stehen bleiben und die ganze Zeit darauf warten, bis der Akku irgendwann voller geht von dem Licht. So, wir sind runter von der Landstraße und wir halten jetzt schon mal Ausschau nach einem Schlafplatz. Weil guck mal, seine Lampe ist ausgegangen. Die ist komplett leer. Und meine Lampe, die ist hier, guck mal hier. Die ist hier auch am Blinken. Die ist gleich auch aus. Das ist voll scheiße. Ich habe nur noch meine Kopflampe an. Deswegen, wir müssen zwangsweise jetzt schon auf dem Schlafplatz halten. Und wir sind von der Landstraße extra runter, um jetzt irgendwelche Feldwege hier zu finden. Und hier ist so wenig Wald, ey. Das ist total unglaublich. Hier ist fast gar kein Wald. Das ist voll die Scheiße. Aber wir müssen leider zwangsweise jetzt schon nach dem Schlafplatz halten.
Obwohl wir Bock auf noch weitere 10, 20 Kilometer hätten. Ja, und auch noch die Ausdauer. Also ja, genau. Nachts keine Ahnung, dann werde ich voll zum Platzhirsch. Ist bei mir genauso. Naja, ist halt so. Müssen wir zwangsweise einen Schlafplatz suchen jetzt. Ich habe gerade eine Autobahnbrücke navigiert, weil es fängt jetzt an zu nieseln. Und in der Nähe von der Autobahnbrücke sind so ein paar Bäume. Vielleicht findet man da irgendwie was. Deswegen habe ich das erstmal navigiert. Und genau, das ist 1 Kilometer entfernt. Wir fahren da erstmal hin. So, die Brücke ist gefunden. Die ist voll hoch, diese Brücke hier. Und etwas laut, aber egal. Das ist unser Schlafplatz. Hier suchen wir Schutz. Und zwar... genau, da drüben. Da drüben werden wir pennen. Unter dieser Brücke. Unter dieser Autobahnbrücke. Jawohl, das ist unser Schlafplatz hier. Da ganz unten. Genau, da unten sind unsere Fahrräder. Das haben wir abgeschlossen. Und dann sind wir diese Treppe hier hochgelaufen. Und dann ist hier, genau, so ein kleiner Steg. Hier ist ein bisschen windstill. Das ist viel angenehmer als wie da unten. Aber hier oben ist ein bisschen lauter. Das ist voll geil. Die ganzen Fahrzeuggeräusche, die schallen hier total runter. Das hört man voll. Das ist voll cool. So müssen wir hier schlafen. Wir haben keinen besseren Schlafplatz gefunden. Das wird wieder eine richtig geile Belästigungsnacht. Hört ihr? Zwar nicht ganz so laut wie diese eine Autobahnbrücke in Bremen, aber die hat auf jeden Fall schon was an Geräuschen. Das schallt ja schön runter. So, wir haben jetzt heute 63,5 Kilometer gemacht. Das kann ich jetzt stoppen. Das ist das, was wir heute gemacht haben. Also nicht so viel wie gestern. Aber wir sind auch sehr spät losgefahren. Wegen diesem beschissenen Regen und weil wir auch ein bisschen mehr geschlafen haben. Und wegen, wie heißt das Ding? Wegen unserer Akkus, dass wir das bei Meckes aufladen mussten. Was doch mal 1,5 Stunden Zeit gekostet hat. Das müssen wir wahrscheinlich morgen oder übermorgen auch nochmal machen, sowas, hier die ganzen Akkus aufladen. Deswegen nur 63 Kilometer oder wie viel ich gerade gesagt habe, haben wir gemacht. Und jawohl, das ist unser Schlafplatz. Guten Morgen, wir haben hier gepennt. Das war richtig laut gewesen. Das war richtig laut. Jedes Mal, wenn hier Autos und LKWs rübergefahren sind, dann hat das hier vibriert. Ja. Die ganze Zeit. Und guck mal, hier vorne ist Aussicht. Da hinten sind Autofahrer, die hier rumfahren. Und guck mal, da ganz hinten, da sind auch noch Gleisschienen. Wir haben manchmal, sind da hinten sogar Züge dran gefahren. Die haben uns auch belästigt. Das war richtig geil gewesen. Die waren sogar richtig laut. Das hat hier richtig reingeschallt. Das ist unser Schlafplatz für heute gewesen. Und ich finde diese Aussicht hier voll geil. Weil das ist ja so hoch hier. Gut, dass wir nicht schlafwandeln, sonst wären wir hier runtergerollt und wären schwer gestürzt oder so. Moride fliegt. So, wir werden jetzt zum Frühstück diese Cevapcici Epa von EOS HD probieren. Viele Grüße gehen raus. Genau, das werden wir jetzt probieren. Und wenn das fertig ist, werden wir aus diesem Restwasser, was ich jetzt hier reinpacke, werden wir daraus Koffein herstellen. Genau, so machen wir das. Ja, genau. Ich hatte die Epa da reingepackt. Bevor wir losgefahren sind, habe ich vergessen, meine Fingernägel zu machen. Genau, deswegen mache ich die jetzt, weil guck mal hier, das dauert, bis die Epa durch ist. Das dauert noch etwas. Und in dieser Zeit mache ich meine Fingernägel. Weil die werden so langsam dreckig und die sehen dann irgendwie so unsexy aus. Ja, ein bisschen Grundpflege muss auf jeden Fall sein, weil ich bin eine testosterongesteuerte Drecksau. Und genau, deswegen muss ein bisschen Grundpflege drin sein. Weil dreckige Scheißfingernägel, die versperren die Türen. So, hier steht drauf, 20 Minuten Wasser erhitzen, nicht kochen. Das verschwendet aber ganz schön viel Gas. Aber wir werden sehr gespannt sein, wie das schmeckt gleich. So, ich glaube, die Epa könnte jetzt schon fertig sein.
Ja, genau. Mit dem Restwasser, da mache ich 3 Kaffeepads rein und lasse das ein bisschen kochen. Genau. Das Wasser ist schon gut warm, aber das wird ein bisschen brauchen, bis das eingezogen ist. Genau, deswegen lasse ich das so ein bisschen kochen. Die EPA, die probiere ich jetzt. Also ich muss schon sagen, so ein kleines bisschen trocken, aber das kann man doch ganz gut essen. Also schmeckt gut. Ich glaube, der Koffein ist durch. So, Kaffee ist fertig. Ja, ist noch ein bisschen warm, noch ein bisschen heiß. Aber Kaffee unter dieser Brückenaussicht hier zu pennen, ist auch richtig geil mit den ganzen Geräuschen, die von da oben kommen. Die Geräusche, die sind... Oh, guck mal, da vorne schon da. Und sogar... Ach nee, da bin ich zu spät. Da ist ein LKW mit 2 Dixie-Toiletten gefahren, sogar. Das war voll egal. Leute, ich habe eine ganz lustige Auffälligkeit. Und zwar, guck mal, achtet mal auf diesen Rad hier vorne. Wenn ich das hier anhebe, dann passiert das hier. Ist rausgefallen. Ja, genau. Damit bin ich gestern die ganzen Berge runtergefahren. Aber gut, dass ich noch hier, wie heißt das Ding, so eine Zange dabei habe. Ich werde das jetzt hier, ich werde das zuziehen. Das ist richtig geil. Das ist alter, klappriger Damenradstil. So muss das sein und nicht anders. So ist perfekt. Ich werde es jetzt zusammenziehen. Ich habe gerade die Bremsen hier eingestellt. Ist zwar nicht perfekt, aber ich glaube, so geht das. Das reicht. Ich habe gerade voll lange gebraucht, das einzustellen. Das war voll scheiße gewesen. Das hat so oft geschliffen und oder war zu weit auseinander. Aber jetzt habe ich das einigermaßen so drin. Oh, guck mal, meine Finger sind versaut. Das ist voll scheiße. Wir werden schon wieder von der Bahn hier belästigt. Und genau, da oben haben wir gepennt. So, jetzt werden die Sachen zusammengepackt und jetzt und dann Abfahrt. Wir sind gerade losgefahren und guckt euch mal das hier an. Hier vorne ist schon wieder ein Schotterweg. Da werden meine ganzen Schrauben vom Reifen wieder lose. Ich bin ganz gespannt drauf, wann das Rad irgendwann abfällt. Vielleicht als nächstes das Vorderrad oder so. Mal gucken. Aber Hauptsache, wir fahren durch so einen Schotter durch. Das ist schon mal ein guter Start. Perfekt. Wir haben die ersten 5 Kilometer gemacht. Es ist ein bisschen Gegenwind. Bah, der Wind muss weg. Der zerstört die Aufnahmen. Aber 1 Kilometer noch und dann sind wir in Halle. Genau, Halle an der Saale. Und hier sind überall Verkehr. Die ganzen Autos nerven. So, wir sind jetzt in Halle in der Saale und wir sind auf der Suche nach einem Saturn oder einem ähnlichen Mediamarkt, damit ich einen schnelleren Adapter für Akkuaufladen kaufen kann, genau. Weil das hat mir einfach viel zu lange gedauert, gestern bei McDonald's das Ganze aufzuladen. Weil den ich gerade dabei habe, da passen nur 2,4 mA durch. Das war scheiße. Es muss schneller gehen. Wir haben keine Zeit, so lange irgendwo in irgendeinem Lokal zu verweilen wegen Akkus. Deswegen brauche ich was Geileres, was Schnelleres und ein richtiger Schnellauflade, wo noch mehr durchkommt. Es muss mehr Strom abgezapft werden, damit wir Stromkosten sparen können. Genau.
Guck mal, wir haben hier eine kleine Dusche gefunden. Ich werde erstmal ein bisschen Hände und Gesicht waschen. Aber ein bisschen den Oberkörper. Reicht für eine kleine Dusche? Guck mal, neben dieser öffentlichen Dusche hier vorne gibt es hier sogar einen Trinkwasserbrunnen. Das ist sehr gut. Kann ich jetzt diese Flasche hier auffüllen? Ja, ich will mal gucken, wie das schmeckt. Bisschen steinig, aber schmeckt gut. Ja, aber ich habe es komplett aufgefüllt fast. So, wir haben Saturn gefunden. Ich werde hier dieses Akku holen, diesen Adapter für den Akku, genau. So, ich war gerade bei Saturn drin gewesen und ich habe hier diesen 65 Watt Dings gekauft und den passenden Kabel, das sollte das Beste der Besten sein. Und das hat mir 62 Euro gekostet. Ich hoffe, dass der vernünftig Dampf hat, dass wir vernünftig schnell laden können. Jawohl. Ich pack das ein und weiter geht's. Boah, ist dieser Fahrradweg hier zugewachsen. Boah, guck mal. Guck mal, wie hässlich. Guck mal, ist dieser Fahrradweg hier hässlich, ey. Und das direkt neben so einer Schnellstraße. Ist hier alles zugewachsen. Das wurde hier überhaupt gar nicht gemacht. Boah, ist dieser Fahrradweg hässlich hier. Boah. Wie geht? Boah, das ist ein richtig hässlicher Fahrradweg hier. Boah, das ist alles zugewachsen. Wurde ja überhaupt gar nicht gemacht. Hier vorne beginnt der Weg noch hässlicher zu werden. Dieser Fahrradweg. Boah, ist der hässlich. Warum wurde das hier nicht gemacht? Das direkt neben so einer Bundesstraße. Neben so einer Schnellstraße, die wie so eine Autobahn aussieht. Aber es ist eine Bundesstraße. Warum ist dieser Weg nicht gemacht? Das ist voll der hässliche Scheißweg. Boah, ist der hässlich. Dieser Weg muss weg. Wir fahren gerade über diese Brücke drüber durch. Das ist Fluss Saale. Wir sind eben gerade über diese Brücke drüber gefahren. Mit dem Fahrrad. So, wir haben schon wieder ein Meckes gefunden. Und zwar nicht unbedingt wegen Hunger, sondern weil wir Strom brauchen. Genau, wir wollen hier unsere Akkus aufladen. Das heißt, jetzt schon wieder eine Stunde Zeitverschwendung Start kommt. Aber ich hoffe, dass es jetzt schneller lädt mit dem neuen Adapter und dem Kabel, genau. Leute, ich habe McRib mit Sprite, ein Eis und diese Dinger hier bestellt. Und diese Dinger habe ich eigentlich nicht bestellt, aber trotzdem wurde es mir gegeben. Das heißt, Chicken Nuggets 20er umsonst. Perfekt, läuft. Und ich muss sagen, das Teil, das lohnt sich. Das lädt viel, viel schneller als davor. Hat sich gelohnt, dieser Kauf. So, wir sind gerade aus Meckes rausgefahren. Und es fängt an zu nieseln. Das ist voll scheiße, wir werden feucht. Die Feuchtigkeit muss weg. Es hat nur etwas getropft. Es tropft noch immer, aber es wird schwächer, das ist gut. Das heißt, mein Bruder hat seinen Regenponcho umsonst angezogen. Das hört sich gut an. Boah, das sind aber mächtige Geräusche. Als ich gerade meinen Pullover gerade ausgezogen. Als ich mein Fahrrad nehmen wollte, da habe ich volle Kanne hier in diese Stacheln reingefasst. Das hat ein bisschen wehgetan. Das war richtig geil gewesen. Die sind giftig. Die können genauso stechen wie ich auch. Guck mal, Stromkabelhalter gefunden. Da fließt Strom durch und das hält das. Mülltüten sehen voll cool aus. Und schon wieder geht es die ganze Zeit berghoch und man muss ein Fahrrad schieben, weil man den Gang nicht runter geht. Der bleibt die ganze Zeit auf 3 stehen und geht nicht auf 1 runter. Das ist voll scheiße. Aber so muss das. Das ist ein alter klappriger Damenrad-Move. Diesen Trick können nur alte klapprige Damenräder. Es dämmert so langsam. Das heißt, bald kommt Dunkle.
Und wir fahren hier über so eine Autobahn rüber. Also da, wo es manchmal Stau gibt. Und mein Gehirn ist auch manchmal Stau. Ach, scheiße, es fängt schon wieder an zu nieseln. Das war wieder typisch. Ein normales, gewöhnliches, alte, klapprige Damenradwetter. Es muss nieseln. Es muss feucht werden. Ich habe jeden Tag auslaufend nasse Gedanken. Und du hast nur diesen einen Pullover dabei? Ja, aber kalt ist mir nicht. Jetzt, wo es anfängt, noch stärker zu nieseln. Ja, ich ziehe jetzt wir einen Regenponcho an. Den hat er nicht. Ich habe keinen Regenponcho, aber dafür drei Pullovers. Die sind voll scheiße, die sind die ganze Dauer feucht. Ich brauche einen Regenponcho. Ich habe schon wieder vergessen, den irgendwo zu kaufen. Scheiße, da war... Hey, Riesenspinne hier. Guck mal, wo kommt denn die her? Die habe ich am Fahren mitgenommen. Die können beißen. Ist das die Nosferatu-Spinne? Ja, sie sah auf jeden Fall nicht so aus wie so eine Hauswinkelspinne. Es war auf jeden Fall eine andere große Spinne gewesen. Na, hast du dir schon wieder deinen Sack angezogen, damit du wieder wasserdicht wirst? Wasserdicht nicht, aber mein Rucksack wird nicht nass mit der Elektronik. Mein Pullover wird so ein bisschen von hinten geschützt. Aber von vorne kann ich trotzdem das lernen, weil wenn wir fahren, zieht der Wind das immer so hoch. Es nieselt hier die ganze Zeit. Unsere ganzen Sachen werden irgendwie angefeuchtet. Wir werden richtig feucht hier gemacht. Oh scheiße, mein Klamottensack ist hier runtergefallen. Der hängt da so rum. Das ist mir aufgefallen, wo wir hier diesen Berg hier runtergefahren sind. Und dann ist dieser Sack gegen meine Speichen gefallen. Das war voll scheiße gewesen. Ich musste eine Vollbremsung machen. Extra, damit ich hier halte und das hier wieder richte. Ich habe jetzt mein Gepäck gerichtet. Und jetzt fahren wir weiter. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Schlafplatz. Wir fahren erstmal aus der Ortschaft raus und dann suchen wir nach irgendwas. Keine Ahnung, Brücke, Schutzhütte, Wald, irgendwas. Aber voraussichtlich Wald. Weil ich habe gerade eine Schutzhütte gefunden, aber die ist direkt in der Ortschaft drin. Also das sieht mir aus wie so eine Bushaltestelle oder sowas. Und eine andere Schutzhütte liegt irgendwie nicht direkt auf dem Weg. Das ist voll scheiße. Da muss man irgendwie Umweg fahren. Und genau, deswegen fahren wir wahrscheinlich zum Wald. Oder vielleicht finden wir auch was anderes, aber voraussichtlich Wald. Oh, scheiße. Die Schraube von meiner Lampe ist hier auch rausgefallen. Jetzt muss ich den die ganze Zeit mit der Hand halten, weil der einfach gar nicht fest ist. Das ist richtig beschissen. Scheiße. Und auch dieser Gummi ist hier weggefallen. Scheiße, scheiße, scheiße. Das heißt, wenn wir gleich unseren Schlafplatz gefunden haben, dann muss ich, oder beziehungsweise ich mache das lieber morgen, bevor wir losfahren. Dann muss ich irgendwas mit Panzertape hier dazwischen klemmen, damit ich das nicht die ganze Zeit mit der Hand halten muss. Das ist voll scheiße, das ist hier komplett lose. Ich krieg das nicht zu. Und mein Licht ist wieder ausgegangen, Batterien sind wieder leer. Das heißt, wird Zeit für einen Schlafplatz. Auf jeden Fall. Nervt aufs Übelste, das die ganze Zeit zu halten, dieses scheiß Licht. Und dann schleifen auch noch diese beschissenen Fahrradtaschen die ganze Zeit an meine Speichen dran. Das schleift die ganze Zeit und ich habe keine Ahnung, wie ich die vernünftig festbinden soll. Das zerrt an den Kräften. Oh, und da geht es jetzt auch noch berghoch. Oh. Ja genau, hier vorne. Hier hat es die ganze Zeit einen Speichen geschliffen. Das ist richtig geil. Hier kommen immer mehr Gebrauchsspuren. Genauso wie hier auch. Hier fällt bald irgendwas raus. Jawohl, so muss das sein. Ich habe das hier jetzt ganz radikal nach rechts geschoben. Genau, weil das die ganze Zeit so nach links lag. Ich bin ganz gespannt drauf, wann diese rechte Seite anfängt zu schleifen. Genau, so soll das sein. Vorhin stand gerade ein Wildschwein. Und das nervt total, dass ich hier weiterhin hier diese Lampe hier die ganze Zeit so halten muss. Weil das sonst so runtergeht. Das ist voll beschissen. Das nervt das Übelste. Auf jeden Fall, wenn wir morgen ausgeschlafen haben, dann werde ich auf jeden Fall das Licht hier machen. Dass das schön fest. Ich glaube, ich mache das mit Gaffertape. Ich habe ja genau Gaffertape dabei. So. Wir versuchen hier die ganze Zeit nach einem Schlafplatz zu suchen. Und hier ist überall dieser hohe Gras. Und wir sind hier ganz lange hier in diesen Feld reingelaufen. Und hier ist auch
Hier sind sogar überall Brennnesseln, die ganze Zeit stechen. Das ist voll scheiße. Und hier ist irgendwie kaum Bäume oder so. Guck mal, da sind nur einzelne Bäume und sonst ist alles Feld und ganz viel, alles dicht bewachsen und sowas, voll beschissen. Wir müssen einen Schlafplatz finden. So, meine Kopflampe ist alle gegangen. Und guck mal hier, eine ganz bittere Enttäuschung. Meine Fahrradlampe, die war heute Morgen komplett aufgeladen. Und die hat nur ein paar Stunden funktioniert und die blinkt auch schon. Also die ist auch kurz davor leer zu gehen. Diese Fahrradlampe hat 30 Euro gekostet. Ich bin absolut davon ausgegangen, dass diese Lampe mindestens eine ganze Nacht lang durchhält. Von morgens, also von abends bis morgens. Das habe ich von dieser 30 Euro Lampe erwartet. Aber ist der schon nach wenigen Stunden, keine Ahnung, 4 Stunden oder so, schon kurz davor ist, komplett alle zu gehen. Ey, das geht gar nicht klar. Kauft euch bloß keine Fahrradlampen bei Rewe. Das ist eine richtige Enttäuschung. Wenn ihr mir eine vernünftige Fahrradlampe empfiehlt, kommentiert das. Ich brauche eine vernünftige Fahrradlampe. Die ist voll scheiße, die geht gar nicht klar. Die muss weg. Und ach so, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Nachdem wir uns so richtig durch den ganzen hohen Gras durchgeschlagen haben, der war so richtig nass gewesen mit den ganzen Brennnesseln, also unsere ganzen Beine, die kratzen schon wieder. Die jucken und so weiter, die brennen. Die Brennnesseln, die sind voll scheiße. Haben wir endlich einen Schlafplatz gefunden und zwar genau hier. Hier ist eine ganz kleine Fläche, wo das Gras relativ trocken ist und flach. Eine ganz kleine Fläche hier direkt unter diesem Baum. Aber die Scheiße ist, genau hier vorne ist eine Landstraße. Das heißt, wir können sehr schnell gesehen werden. Aber egal, wir schlafen hier trotzdem. Wir haben zu lange nach einem Schlafplatz gesucht, aber richtig lange. Und unsere ganzen Lampen, die gehen alle aus. Akku ist überall leer. Das ist voll scheiße, beziehungsweise kurz davor leer zu werden. Deswegen haben wir uns entschieden, genau hier zu schlafen. Auf diesem Boden. So, wir haben hier unseren Schlafplatz aufgebaut. Genau, hier oben am Baum befestigt. Ja, genau. So sieht unser Schlafplatz für heute aus. Und der Boden ist total hügelig. Ich habe da irgendwie was drunter. Das ist voll scheiße. Das wird mir in die Nieren drücken. Oh, diese Käfer, wie aus der vorletzten Nacht sind wieder da. Die sind voll scheiße. Und Grashüpfer. Ja, ja. Die müssen hier sein. Nein, Raupen sind ja auch noch. Was sind das jetzt hier? Mann, jetzt hat er keinen Bock mehr. Hoffentlich wird es später stürmen und regnen, sodass der Tarp wegfliegt. Mann, diese scheiß Käfer, ey, was wollen die? Uns auf den Sack gehen. Ja, aber wirklich. Die sind hier in ganz Sachsen-Anhalt oder was? Sachsen-Anhalt gehört gar nicht zu Deutschland gefühlt. Du bist in Sachsen-Anhalt, du hast. Egal wo du hast immer dieselbe Scheiße. Ja. So wie es sich gehört. So, wir liegen hier im Schlafsack rum. Und guck mal hier. Hier sind schon wieder überall diese komischen Insekten, diese ganzen Käfer. Die sind hier überall. Guck mal hier. Wo kommen die denn alle her? Warum? Hier, bei dir auch im Schlafsack hier, überall. Überall diese Käfer. Ja, und hier drin auch schon. Bei mir auch im Schlafsack auch schon so ein bisschen drin. Und guck mal hier. Das ist alles hier voll. Hier sind überall diese ganzen vielen Käfer. Die werden uns die ganze Nacht lang hier belästigen. Also richtig. Hier geht es zu Teil 4, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier war ich mit meinem Bruder auch unterwegs gewesen. Und da habe ich in einem krebserregenden Asbestmüllsack geschlafen.